Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem mit dem Fußraummodul. Viele unserer Probleme können wir aus der Ferne lösen. Dabei können wir euch ein Kabel zuschicken. Über dieses Kabel können wir bestimmte Diagnosen durchführen, das Fahrzeug prüfen, wenn ihr länger was an dem Fahrzeug haben möchtet oder vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen oder auch gebrauchte Steuergeräte programmieren, anpassen und bestimmte Codierungen und Updates durchführen. Doch dieses Problem mit dem Fußraummodul lässt sich leider nicht über die Fernwartung durchführen. Dieses Steuergerät ist ein großes Problem und jeder BMW dieses Baujahres ab 2005 bis ungefähr 2013 wird irgendwann ein Problem mit dem Fußraummodul bekommen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Probleme. Ein Problem dieses Steuergeräts für die Beleuchtung ist, dass irgendwann eine Leuchte nicht mehr funktioniert. Ob das jetzt Standlicht ist oder Kennzeichenbeleuchtung oder irgendwie ein anderes Problem. Denn dieses Modul hat einen Zähler. Er zählt, wie oft zum Beispiel eine Lampe defekt gewesen ist und irgendwann wird der Kanal für immer gesperrt und dann tauscht BMW dieses Steuergerät für 650 bis 700 Euro. Das ist natürlich sehr viel Geld, das muss aber nicht sein. Wenn ihr so ein Problem habt, dann könnt ihr uns das Steuergerät ausbauen. Das Steuergerät befindet sich hier im Fahrerfußraum, das heißt im Endeffekt bei der A-Säule. Und ihr schickt uns das zu. Wir haben die Möglichkeit, das Steuergerät wieder in Stand zu setzen, schicken es an euch zurück, ihr baut das ein und alles funktioniert. Doch es gibt bei den Steuergeräten auch ein Problem, zum Beispiel, dass Sachen nicht funktionieren, wie zum Beispiel Fensterheber oder die Beleuchtung nicht funktioniert oder auch die Zentralverriegelung. Das ist ebenfalls oft oder meistens an dem Fußraummodul gelegen. Da gibt es auch verschiedene Lösungen. Es ist abhängig, welches Baujahr ihr des Fahrzeugs habt. Bei dem Fußraummodul 2 ist häufig die Hardware defekt, das heißt, das Steuergerät muss komplett ausgetauscht werden. Wir tauschen es für euch aus. Ihr bekommt ein vorprogrammiertes Steuergerät, baut das ein, es funktioniert. Bei dem Fußraummodul 3, bei den Baujahren ab 2009, 10 und aufwärts, ist das Problem, dass die Software dieses Steuergerät irgendwann kaputt geht. Das heißt, ihr fahrt mit einer defekten Software schon durch die Gegend, ihr wisst davon nicht. Ihr könnt schon seit ein oder zwei Jahren durch die Gegend damit fahren. Sobald aber zum Beispiel die Batterie getauscht wird, wenn die abgeklemmt wird, oder zum Beispiel bei der Fahrzeug eine Diagnose durchgeführt wird, dann wird die Software einmal zurückgesetzt, das heißt einmal neu gestartet, wie zum Beispiel bei Windows, und dann merkt das Steuergerät, es ist nicht mehr funktionsfähig. Dann funktioniert die Beleuchtung nicht mehr, Blinker gehen nicht mehr, Fensterheber gehen nicht mehr hoch und runter. Dann ist die Software, sozusagen der Software-Defekt, erst für euch zu sehen. Wenn ihr so ein Problem habt, könnt ihr uns das Steuergerät natürlich ebenfalls ausbauen und zuschicken. Wir setzen das in Stand. Ihr kriegt auch für alles ein Jahr Garantie. Genauso wie bei einem nagelneuen Modul von BMW. Nur es kostet natürlich deutlich günstiger, wenn man das in Stand setzt. Und dann habt ihr halt Ruhe. Ihr müsst keine Fehler löschen, ihr müsst nichts irgendwie programmieren, sondern selber ausbauen und zuschicken und dann wieder einbauen, alles funktioniert. Wenn ihr an sowas Interesse habt oder an einer Fernwartung, einer Ferndiagnose, bestimmten Codierungen, könnt ihr gerne euch an uns wenden, per Telefon oder schreibt uns eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.